So, wackel, wackel, wackel. Dropship fliegt weg. Man baut sich weiter auf. Also er sieht auf jeden Fall schon ein bisschen beeindruckend aus, wenn er so durch die Gegend stammt. Ich bin mal gespannt, wie der entsprechend mit den Camos aussieht, wenn man sich die selber aufziehen kann und das Ganze mal angucken. Ach, ich liebe den, das Aussehen und den Klang von PPCs am Morgen. Oder in der Nacht. Vor allem damit Bäume wegholzen, ist mitunter das Schönste. Ach. Geht das eigentlich auch auf komplett nah ran? Ach, schade. Klar, Waffenkonvergenz hätte jetzt nicht entsprechend komplett runtergezielt. Mhm, er zielt knapp an dem Baum vorbei, war das wird auch nicht als richtiges Ziel angesehen. Also immer schön unten auf den Stamm halten. Jo. Puff. Ich habe es leider noch nicht wieder geschafft, das so zu rekreieren quasi. Jo, tschüssen, bis gleich. Ich habe es bei einem Baum einmal geschafft, dass er so mega durch die Gegend katapultiert wurde und irgendwie so 50 Meter weiter erst wieder gelandet ist. Habe ich aber nicht nochmal hingekriegt. Ich weiß nicht, wie ich den getroffen habe, ob es einen bestimmten Punkt gibt. Aber gut, man kann die Teile auch einfach umlaufen. Es ist so schön. Und es ist halt sehr geil, dass wirklich immer mehr da am Start ist von Sachen, die man kaputt laufen kann. Und kaputt schießen kann vor allem. Anybody see anything? Nun gut, ich glaube, ich stelle mich mal eben so ein bisschen hier in Deckung. Er kann damit seinen Schnellsand rumspielen. Oh, dreh dich! Also die Arme sind auf jeden Fall schön flink für das Zollwerk, muss ich sagen. Mal schauen, wie er sich so hier noch weiter im Praxistest steckt. Na, hat er zumindest die halbe Klatsche gekriegt. Oben ein Muro. Na, aber ich glaube, da kriege ich keinen guten Schuss hin. Ne, bleibt alles an dem Stein hängen. Da taggt einer. Und er schießt einfach blind seine Longfish-Missiles. Ey, jetzt würde ich das auf die Distanz nicht checken. Dass er seine Lurms einfach mal hier hinhält. Mit dem Tag lässt er erstmal so, guck mal, hey, hier, guck mal, ich bin auf die Schießen. Wuhu! Und dann schießt er sie auch noch trocken ab, anstatt mit seinem Tag irgendwie da die Peilung rauszuholen. Ah, shit, gegen den Pfeiler, ne? Oh, jetzt da hinten, der war gut. Hat er direkt sich aber meine Schelle für geholt. Na, bin ich immer noch im Tag? Oh, fuck! Am Gebäude hängen geblieben, aber gut, die Raketen sind auch am Gebäude hängen geblieben. Da geht ein Strike runter beim Gegner schon gut. Können wir. Die Cicada mit 5 Minuten Puls. Ne, der Arm hier gehört jetzt erstmal wirklich nur dem Mauler, dem guten alten, dem kleinen Typen. Na, ich glaube, ich muss aber doch mal rum mit meinem Team. Der Gegner ist noch zu weit weg, als dass ich wirklich effizient Schaden machen könnte. Was bei dem geringen Munitionsvorrat, den ich halt dabei habe, nicht so gut ist. Da könnte man tatsächlich vielleicht überlegen, dass man auf AC2 geht. Die wiegen halt weniger. Ich meine, es gibt mehr Hitze, auch durch die Hitzestrafen mitunter. Aber man könnte den ganzen gegebenenfalls entgegenwirken, indem man die jetzt so in dem Pseudo-Chain frei abfeuert. Also über ein paar Waffengruppen verteilt und bam bam bam. Und Cockpit-Items spare ich mir jetzt mal. Ich weiß noch nicht, ob ich die Mech jetzt so oft fahren werde, außer zu leveln. Ich muss mal schauen. In der Regel finde ich für mich für Assault Mech ja immer ein Bild, der brauchbar ist. Hier muss ich aber erstmal gucken. Und jetzt mal noch langsam weiter vorwärts schleichen. Da vorne kommt welche Direwolf inklusiert oder auch nicht. Oh, Kick ist da, ist was. Na, er versteckt sich direkt wieder. Na, bitte stell dich nicht in meine Feuer. Fiel ein Baum. Ich bin gerade nicht sicher, ob da was ist. Da hinten ist was. 782 Meter. Ah, der sagt. Ah, siehst du, da hinten ist er jetzt wieder lang gelaufen. Hier vorne, da war gerade ganz kurz was. Ach, komm schon, ernsthaft? Warum auf mich? Alle wollen hier auf den Mauler gehen. Ach, ein Summoner ist das. Mein Team ist auch gerade sehr verteilt. Da hinten ist eine dicke Ladung und hier vorne. Ah, der Dio. Ich sollte mich vielleicht an den Dio holen.
Hätte ich jetzt was mit einer ECM-Bubble, was mich einfach mal so über Super begleiten könnte, das wäre richtig geil. Alright, well, I don't have time to play this peekaboo bullshit. Either guy engage or, I don't know, disconnect. Okay, da meldet sich der mit der größten Ahnung auch wieder zu Wort. Na, immerhin doch nochmal ein Alpha in den Rücken gedrückt. Ich weiß, ich spiele gerade relativ oder ziemlich sogar defensiv. Aber ich kenne halt auch noch nicht so die Stärken und Schwächen von ihm. Ich meine, na gut, die Schwäche der erfährt sich langsamer, schlechter, lahmarschiger als die Müllton. So viel kann ich schon mal bestätigen. Und mit dem Munitionsvorrat will ich halt auch wirklich einfach nicht zu viel verschwenden. Das ist das Problem. Yo! Na gut, den Dyer habe ich auf jeden Fall schon mal ganz gut zugesetzt. New Target acquired. Ich meine, man könnte auch auf 2 PPCs und 3 Ultras gehen. Das wäre natürlich, ich glaube, das wäre sogar die bessere Wahl als 4 normale AC-5 war. Hey, let's watch everybody else shoot. Ja, halt einfach die Klappe, Mann. New Target acquired. So, der Center ist auf. Ich glaube, ich kriege hier tatsächlich Target gleich Kill auf der Stelle. Und yes, habe ich. Target, okay. Laser Mauler, ich krieg maximal 4 Energy Slots. Energie. Die Betonung war halt scheiße, doch, meine Güte. Na, da vorne der Firestarter auf einer Seite. Hier müsste ja noch der Summoner am Start sein. Ich glaube, ich warte mich jetzt wirklich einfach mal über Sofa. Der Firestarter da vorne. Der wird hoffentlich von der Cicada zerlegt. Und das ist. Oh, Locust. Packs in use. Wenn er damit wo meint. Ich meine, mich kann er nicht meinen, weil ich bin jetzt nicht tatsächlich nicht sonderlich krass am Start hier. Läuft durchs Wasser, das dreckige kleine Vieh. Target destroyed. Gut. Wow, hi. Komm, jetzt stell dich mal ein bisschen besser auf, Alter. Target destroyed. Gut, also der Bild, der er weiß sich auf jeden Fall schon mal ziemlich brauchbar. Ich glaube, ich werde ihn tatsächlich umbauen und 3 Ultras mitnehmen. Da vorne, siehst du der Summoner? Ich hab doch gesagt, der muss noch da sein. Der hoppelt jetzt allerdings da hinten im Wasser rum. G3 unten am Schiff. Sollten wir ihn vielleicht mal rauskitzeln? Ja, wenn ihr jetzt einmal da hinten rumlaufen würdet, Leute. Über G4 durchs Wasser. Das wäre großartig. Ich meine, angeschossen habe ich den, glaube ich, schon. Da ist mir zumindest der Assist sicher. Ja, das. Den Laserboat Mauler. Den gibt's nur. Wenn man hier den Early Bird Bonus hat. So. Nice. Das war jetzt Block Nummer 3 für die Kiste. Also der gefällt mir auf jeden Fall schon mal ziemlich gut. Außerdem mit den 4 Meter Slots brauche ich mir, glaube ich, tatsächlich einen Brawler. Dürfte theoretisch besser abgehen. How, fragt er sich. Ja, fragt er sich nicht, wie die Deckhälter jetzt spammt er einfach nur wie ein Berserker in die Shadow. Na, krieg ich doch noch Schuss drauf? Ne. Felsen im Weg, das ist ein bisschen. Ist ein Hellbringer da vorne wieder. Der Kerl hat auf jeden Fall Spaß da vorne, ey. Der unreliable but helpful. Stormcrow da hinten, hier oben links müsste der Mauler gleich machen. Der hat ja einen offenen Center, den würde ich gerne aufessen. Ah, nur noch 20 Schuss für die AT5. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Ich muss gucken, dass wirklich jeder Schuss ordentlich ist. Der Vorteil würde ich jetzt tatsächlich auf Triple Ultra AT5 gehen. Es ist auch mitunter ganz simpel, dass ich mehr Munition mitführen könnte. Und die Dinger haben halt auf jeden Fall eine ordentliche ordentlich effizient. Fuck, ich habe gleich keine Nahkampfbewaffnung mehr, Leute. Need Backup now. Oh. Ja, das war so klar. 10 Schuss noch. Ach, weißt du was? Nenn mich an die Füße, ich gehe auf die Beine. Ja, sehr schön. Die haben mir jetzt aber mal Berserker-technisch die Beine weggesäbelt. Aber hier sieht man, wie das
so geskillt auf jeden Fall, also ungelevelt, definitiv nur als Fire Supporter taugt. So jegliche Brawler-Qualitäten hat er halt nicht. Der Seitenporto ist so leicht rausgekommen, wobei er hier der Center tatsächlich jetzt auch ist bei mir. Was schon oh, fast respektabel ist. Ah, fuck! Das wird auf jeden Fall ein Kill für den Gegner. Und runterdroppen, zack! Lerm Evasion Skills over 9000. Schnappt euch den LM Triple Shay. Offener Center, halbe Bewaffnung, das funktioniert sich so wunderbar. New target acquired. Ah, den haben sie gleich weggefuttert. New target acquired. Also 6 Large Pulse Laser, das wäre bisher wert geil. Wenn man einen Mac hätte, wo das ginge, das würde ich sofort target ausprobieren. Acquired. Target destroyed. New target acquired. Stormcrow da vorne kommt hier um die Ecke. All cannon ammo depleted. Oh, da geht noch was. Target destroyed. Ich bin ja sehr froh, dass ich zumindest überlebt habe. Deswegen minus 10 Hit, den habe ich einen Laser Hit. Den habe ich halt leider nicht, den Early Adopter. Aber kann sich sehen lassen jetzt hier mit dem 346er Score. Das ist fein.